Das war süß, das habe ich mir gefallen. Am Anfang haben wir auch wieder Angst gehabt wegen dem Frost. Es war mal ziemlich kalt in der Nacht. Aber zum Glück unbeschadet überstanden. Und dann war das Wachstum sehr gut gewesen. Und dann im Juni, als es so heiß war, hatten die Trauben Freude gehabt im Wetter, sind gewachsen wie verrückt. Und zu unserem Leid haben wir drei Arbeitsschritte fast miteinander machen. Unter anderem war unter den Blättern sehr feucht und hatte ein bisschen Meltdruck gehabt. Wir haben auch Meltdruck verwischt. Aber bei den Roten, bei den Pinot eher weniger. Die sind sehr gesund geblieben. Und mit den Wespen sind wir nicht gross geplagt. Gesundheit zufrieden. Ja. Also man kann sagen, es ist eine gute Ernte, die wir jetzt hier ablesen tun. Ich würde sagen, ja. Wenn wir bis jetzt in diesen drei Jahren abgelesen haben, sind wir sehr zufrieden. Ja. Was passiert jetzt mit diesen Trauben? Die gehen jetzt zum Gasser auf Eliken an der Tour, werden dort weiss abpresst. Dann machen wir einen Blanc de Noir und einen Schaumwein.